Erhabener Tempel. War nicht schlecht. Hallo meine Freunde, Zau wieder hier mit Metroid Prime. So, wo mussten wir hier? Da. Alles klar. Es ist jetzt schon ziemlich lang her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Beim letzten Mal waren wir ja hier stehen geblieben und wollen jetzt mal durch diese Tür gehen. Ich habe echt C gedrückt. Ja, wir gehen mal hier in die Mitte des Cutscene. Ja, war fast klar. Was zur Hölle? Wow. Sind das die gleichen Viecher? Wow. Wie die einfach nur infiziert werden. Was zur Hölle? Was ist kaputt und... wenn ich jetzt... Ja, die hatte ich schon. Weg mit dir. Okay, so brauchen die eigentlich zu lange. Und Raketen habe ich nicht gesucht, dass ich da großartig von Gebrauch machen könnte. Okay. Okay, der ist was größer. Hallo, mein Freund. Na, da war mal vor Alpha Splinter, Alpha-Männchen eines kirischen Rudels. Ganz Räuber äußerst flink und kräftig nutzen sie Ramatak zum Angriff seiner Feinde. Okay. Wo bist du? Wow, wo ist er? Da ist er. Hallo? Danke. Hallo? Bleib stehen, habe ich. Den kann ich total nicht. Aha. Wow. Ist klar, der wird jetzt. Was? Ja. Komm. Aha. Mach für dunkler Alpha Splinter mehr als das Rudels Vorfall, bla bla bla. Und Panzer, ja. Oh, das ist sogar schon der erste Boss, der mich. Na? Oh, du bist aber süß. Ja. Süß. Das war's schon. Dann war Alpha Splinter besiegt. Nun? Haha, was ist das? Hä? Fremde Technologie. Sammeln wir einfach mal ein. Kann ja nichts passieren. Ja. Und nu. Sehr, ja, unidentifiziertes Objekt erhalten. Meine Technik hat sich mit der Rüstungssystem von Zyko-Einschätzung abgeschlossen. Keine negativen Auswirkungen auf den Anzug. Ja, und nun kann ich jetzt das Zeug da entziffern. Schade, das ist nicht möglich. Na, was kann ich denn jetzt? Was ist überhaupt noch? Latita. Tiefstapel, Dämpfe. Stabilkammer stehen, bla bla. Aber. Was heißt hier irgendwo? Ja, man hat sich. Nee.
Hologramm. Moment, da hat sich das schon vorher gedreht? Ah, na. Und weiter? Ja, ich habe jetzt. Wurm bringt auch nichts. Hä? Moment. Das war falsch. Ich muss gehen. Ach so, da war ich. Ach so, der Rückweg ist auch von so einem Tor versperrt. Jetzt verstehe ich das Ganze. Ich habe gedacht, da käme ich her. Komme ich gar nicht. Okay. Gut. Obwohl, gucken, wo es hingeht. Da was vergessen zu scannen. Da la 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 la. Da. Das war frei. Yay. Warum immer mit Hologrammen alles? Knöpfe sind in dieser Welt nicht mehr modern. So, die du. Da, die. Was? Ist das eine Mini-Sonne oder was ist das? Lass mich das Objekt bloß vorher nicht scannen. Die Tür ist mal wieder zu. Wer ist da? Fürchte ich nicht, ich bin Umos, Hüter von Luminos. Bitte höre mich und vernimm die Kunde von Niedergang. Nimm die Kunde vom Niedergang unserer Welt. Was zum? Vor langer Zeit ging ein kosmisches Objekt von gigantischen Explosion. Von gigantischer Explosionswucht. Auf dem Äther hernieder. Ein Spalt wurde in Zeit und Raum gerissen und sonderbare Kräfte strömten in diese unsere Welt. Wo eins Äther war, gab es fortan zwei. Einer erfüllt vom Licht, der andere versunken im Schatten. Jeder in seiner ihm eigenen Dimension. Es war das Ende von Frieden und Einklang. Ob einer neuen Rasse, die an diesem Tag die Finsternis der dunklen Welt erblickte, erfüllt von Hass und unbändiger Zerstörungskraft mit dem Namen Ink. Die Ink sind Geschöpfe des Schattens, des Unlichts. Bar eines friedlichen Gedankens und jeglicher Gnade. Aber über Dekaden hielten wir ihren Ansturm stand, doch nun stehen wir am Rande unserer endgültigen Niederlage. Als der Äther der Finsternis erschien, zerrten fortan zwei Welten von der Kraft unseres Planeten. Zu gleichen Teilen ihre wie die unsere. Doch sobald eine Welt die Gewalt über diese Kraft erlangt, so ist die andere dem Untergang geweiht. Wow. Vor seiner Ankunft betreuten uns die Ink einer Vorrichtung einer. Moment. Vor der Ankunft beraubten uns die Ink einer Vorrichtung einer, die der Bündelung der planetaren Energie dient. Mit ihrer zerrten sie von der Kraft unserer Welt. So stehen wir nun vor unserer Auslöschung. Doch das Glück ist uns an diesem Tag gewogen, da das Energietransfer nur im festen Bünde mit dir ist. Mit ihm kannst du uns helfen unsere Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst gewesen. In deiner Person liegt unsere einzige Hoffnung, Samus. Der ist ganz schön groß. Wow.
Sollten wir fallen, so werden die Inken den Sternen blicken, nach neuen Planeten ausschauen, die sie zum Brandschatzen und zum Erobern suchen, und schon könnten deine eigene Art ihnen zum nächsten Opfer gereichen. Die Inks sammeln unsere Energie in ihren drei Tempeln auf dem Äther der Finsternis. Suche die Tempel auf und leite die Energie zu unserem geheiligten Tempel. Erlaube mir, deine Kraft mit dem Standort eines weiteren Tempels zu versehen. Dort stößt du auf Wissen, das deinen weiteren Pfad eben wird. Auch verfügst du nun über die erweiterte Übersetzungsmodulvorrichtung und die Türen, die mit violetten Hologrammen verschlüsselt sind, solltest du fortan bedienen können. Unsere Länder heißen dich willkommen. Rüste dich gut für deine Reise. Die Ink sind nun gewahrt, dass du das Energietransfermodul trägst. Sie werden nichts unversucht lassen, es wieder an sich zu nehmen. Mein Gott, kehr zu mir zurück, sobald du die Energie eines Tempels zurückgeführt hast. Ich stehe dir nach besten Kräften bei. Es ist ja richtig, möge das Licht des Äthers auf dich scheinen. Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Kann ich die scannen? Tatsache. Ah ne, das ist die Maschine dahinter. Egal. Ich möchte ihn da. Der geht auch. Lumino Humus. Einheimische elegante Spezies Planet. Es handelt sich um Humus, ein Hüter von Luminos. Er wacht über seine Spezies und den geheiligten Tempel. Interessant, ist hier sonst noch. Wo ist das? Analyse abgeschlossen. Kamen diverse Arten von Energie dazu. Solar, Bio und geothermische Energie. Genaue Bestimmung des. Achso, das sind wahrscheinlich dann die drei Tempel. Was nun? Mit Tempel im finsteren Schatten Argos und verborgen, wonach du suchst. Bringe die verborgene Energie zurück, bevor Argon für ewig an die Ink verloren geht. Bitte kein Zeitlimit-Ding. Okay, jetzt kann ich. Nein, Brüche. Moment, schon entziffert Ursprung. Okay. Ups. Sonst gibt's hier nichts, ja? Nee. Aber da muss ich immer wieder hin zurückkehren. Okay. Gut. So. Latita. Wir gucken, wann das erste Unvorhergesehene passiert. So, ich kann jetzt lieber eine Tür öffnen. Wuhu. Die da. Du. Fahrt nach Argon. Okay. Da müssen wir wohl lang. Ich würde zwar gerne speichern, aber das können wir scheinbar gerade noch nicht.